Jawohl. So, moin moin, willkommen zu einer nächsten Folge der LTS2-Woche. Sind gerade auf dem Weg von... Jetzt habe ich die Tür vergessen. Kleiner Moment. Sarajevo nach Porto. Oh mein Gott, oh Gott. Und jo. 3000 Kilometer Abfahrt. Das heißt, schöne 3 Stunden. Schauen wir, dass alles klappt. Und hier soll ich auch wieder rausfahren. Sicher, dass es keine Einbahnstraße war? Wow. So. Komische Einfahrt, naja, egal. Spannend. Oh, eine Tatra. 2 Tatras. Schön. Das darf erstmal ein bisschen ziehen hier. So, fahren wir den auch. Immer schön lächeln für den Blitzer. Also bis jetzt gefällt mir das DLC richtig gut, auch die Fracht. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir die Woche auch noch irgendwie hin, dass wir das vielleicht für ein paar Aufträge da zwischen 200, aber das fahren wir halt immer für 10 Minuten oder so, 200 Kilometer. War mein Fehler. Aber Freibier, ha? Könnt mal fragen, was für eine Note ich am Ende des Tages von euch bekomme, wegen meinem Fahrstil, ha? Setzen 6, ey.
So, jetzt fahren wir auf jeden Fall erstmal bis 7. Um 7 mache ich... Ach, Junge. Sehe ich doch, dass ich da komme. Moin, moin, Hessen-Zander. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Ich hoffe, du hattest ein wunderbares... wunderbares Wochenende gehabt. Ja, also wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal bis 7. Dann gehe ich auf jeden Fall noch einkaufen. Ich hoffe, dass ich das alles in einer halben Stunde bekomme. Ruf zur Arbeit, ja. Weißt du, das Schöne ist, heute Abend um 21 Uhr geht es bei mir weiter. Oder um 8 Uhr, je nachdem. Weil ich nehme auch gerade sehr viele der Folgen ETS2 jetzt auf. Ach, der Lukas ist auch schon da. Moin. Und dann haben wir auf jeden Fall danach, also nächste Woche, diesen Samstag werde ich das Ganze noch teilweise noch bearbeiten. Und dann haben wir auf jeden Fall richtig viele Folgen, ey. So. Aber schön, dass du vorbeischaust. Vorhin ist mir das Spiel einmal abgestürzt. So. Ich glaube, von da kann man doch, ne? Oha. Geil. Oh, ja. Schauen wir mal, dass wir es bis 7 gut durchkommen. Also wenn ich das richtig... Muss gerade mal gucken. Also es könnte gut klappen. Ehrlich? Ist ja geil. Das ist ja interessant. Also Wohnmobil als Anhänger oder reines Wohnmobil? Ja. Junge, Junge, Junge. Ach so, okay. Ja, das habe ich mitbekommen. Das stimmt, das habe ich mitbekommen. Muss ja mega. Jetzt weiß ich, wer sich da immer neue Autos bestellt. Das wäre teuer bei der Anschaffung, das kann ich dir sagen. Auf die Fracht hauen wir extra noch ein paar Zinsen drauf. Das heißt, du schaffst heute wieder bis 16 Uhr? Wenn ich das richtig verstehe? Hat da richtig einer, ne?
Aber wie gesagt, dann. Das passt eigentlich. Alles klar, mein Lieber. Lass dich nicht ärgern, hab eine ruhige Schicht, ne? Und bis heute Abend. So. Rechts vorbei. Ach, komm schon, ey, das gibt's nicht. Hasse es, wenn ich das über die Konsole machen muss. Egal. Aber nur so kann ich mir helfen. Ohne dass ich das Spiel neu starten muss. Ah ja. Oh. Ja, dann geht's nach Porto. Bin mal gespannt, ob ich das dann noch alles pack. Mal 2 Stunden 26 Lenkzeit habe ich noch. Dann werden die neun Stunden voll. Weil wir haben Zeit bis. 13 Stunden haben wir noch. Ah, ich müsste eine 9er Pause machen, um da rechtzeitig noch die Fracht abzuliefern. Scheiße. Da hast du dir wieder was eingebracht, ey. Ach, du liebe Güte. Oh Mann, ach, schöne Stiebschle hier, wir Pause machen. Steinbruch oben rechts bestimmt. Also eins muss ich bestimmt mal lassen, mit dem Scania hier durchzufahren ist bestimmt auch schön. Oje. Hoppala. So, das Hörspiel hören wir uns dann morgen Abend auch weiter. Was wir uns da angefangen haben. Ist sehr spannend, also ich find's nicht schlecht. Reise zum Mittelpunkt der Erde.
Aber es sind lange grüne Phasen bei der Ampel, ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Popust. Sieht richtig schön aus, die Landschaft. Ah, die Einkaufspassage hier links könnten wir auch gut beliefern. Tankstelle, die gebaut wird. Ach, nicht schlecht. Richtig tolle Sachen, ey. Oh. Cool. Mit Herz sogar. Mit Herzle sogar. Ich könnte dich auch einfach hinstellen, da in die Ecke rein. Schlafen. Also es gibt richtig viele Pausenplätze, muss ich sagen. Also das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut, ey. Bau für eine Zugstrecke oder was? Oder was ist das da? Das haben wir, das sind wir in den Dunkeln reingefahren, ne? Ah ne, ist Autobahn. Da hätte ich auch nichts dagegen. Ich meine, für die Modder könnte man hier quasi für bei der Pro-Mods ein paar Lieferungen hier hinfahren. Das wäre natürlich nicht schlecht. Das war damals in Frankreich mal so gewesen. Ich weiß nicht, welche Version das war, aber das hat richtig Spaß gemacht. Mit Warnblinker hier über die Baustelle zu brettern. Die Randalbeleuchtung an und feuerfrei. Haben zwar die Reifen ein bisschen gemeckert, aber egal. Passt. Das passt. Oh, Lidl ist auch hier vertreten. So, jetzt fahren wir aber anders raus als rein. Also kann man auch gerade. Danke, LKW, jetzt kann ich nicht nach rechts gucken. So. Abfahrt. Ja, für alle, die jetzt erstmal eingeschaltet haben, einen wunderschönen guten Morgen. Erstmal schön. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende gehabt. Chaka für den Montag. Auch wenn es schon die vierte Tour, nee, dritte Tour ist.